Dazu habe ich jetzt eine Betreuerin, sage ich mal, die den Fall auch kennt, weil die Zeugin und auch die Mutter möchten wir nicht ganz gerne hier vor der Kamera oder vor dem Hörer haben. Ich begrüße die Sissi aus Wien. Guten Tag, Sissi. Guten Tag. Sissi, kannst du uns kurz schildern, was es damit auf sich hat mit der Mutter und ihrem Kind, wo die Mutter auch nicht mehr an dem Kind rankommt? Das Kind möchte gerne nach Hause, aber es wird ihr nicht zurückgegeben. Ja, es geht um den 7 Jahre alten Viktor. Das Kind beklagt sich bei der Mutter über den sexuellen Missbrauch durch den Vater. Die Mutter wendet sich an das Jugendamt. Dieses verweist sie ans Gericht. Das Gericht bestellt Sachverständige. Die Sachverständigen bestätigen die Aussagen des Kindes und einer Augenzeugin. Trotzdem wurden alle Anzeigen eingestellt. Die Behörden schikanieren dafür die Mutter und quälen das Kind. Vor mehr als einem halben Jahr hat das Jugendamt den kleinen Viktor hinter dem Rücken seiner Mutter von der Schule abgeholt und in ein Kinderheim des Jugendamtes eingeliefert. Das Kind wird dort gegen seinen und seiner Mutter Willen zwangsmedikamentiert und eingesperrt. Wir wissen ja, dass der Vater Kameramann ist bei einem Pädophilen, der bekannt ist in Österreich und der auch jetzt eine Ausstellung macht, soweit ich das heute gelesen habe. Ja, das ist ein Skandal. Er hat ja 7 Jahre im Gefängnis verbracht und ist jetzt wieder auf freiem Fuß und bekommt postwendend eine Ausstellung in bester Lage. Das ist Österreich, nicht? Die Mutter hatte ja einiges versucht. Sie wollte ja das Kind zurückhaben. Sie hat ja auch versucht, dass sie wieder Besuchsrechte bekommt. Soweit ich das gelesen habe, in der kurzen Zeit, was mir an Unterlagen vorliegt, darf sie das Kind nicht mehr besuchen. Es gibt schon Besuchszeiten, aber die sind streng reglementiert, auf Samstag bzw. Sonntag beschränkt. Und das muss genehmigt sein und die Besuchszeiten werden auch überwacht. Nun wird der kleine Viktor mit Medikamenten vollgestopft und Ziel der Behandlung ist offenbar die Auslöschung der Erinnerung des Kindes an den Missbrauch. Vermutlich, damit der Täter in weiteren Verfahren nicht angeklagt werden kann. Das kann es aber nicht sein, dass man ein Kind mit dermaßen Medikamenten vollstopft. Ich weiß aus früheren Jahren, wir untersuchen gerade die 50er, 60er Jahre hier in den Heimen, wo auch dermaßen Psychopharmaka an Kindern benutzt worden sind, damit man sie still bekam und damit auch einige Sachen ausgelöscht worden ist. Was wurde unternommen von Seiten der Juristen gegen so eine Handhabung? Die Rolle der Juristen ist sehr schwierig, denn auch die werden unter Druck gesetzt. Beim kleinen Viktor besteht zwischenzeitlich Gefahr in Verzug, denn nach über einem Jahr ununterbrochener Verabreichung der schweren Pharma Concerta, Risperdal und Strattera verschlechtert sich der Gesamtzustand des Kindes dramatisch. Die chinesische Mutter hat Angst um das Leben ihres Sohnes und kämpft verzweifelt gegen die Attacken der Behörden auf die Gesundheit ihres Sohnes. Ich kann nur eins sagen, wir haben wegen diesem Fall das chinesische Fernsehen beauftragt, und zwar nicht das staatliche, sondern es sitzt ein chinesisches Fernsehen in Amerika, in New York, und die haben hier eine Vertretung. Wir werden diese Sachen auch weitergeben, damit von anderer Seite her auch etwas Druck gemacht wird. Meine Bitte wäre jetzt nur, es tagt ja jetzt im Parlament, das ist heute Mittag gerade hereingekommen bei mir noch, ich konnte es nur überfliegen, aber es tagt im Parlament mit dem grünen Justizsprecher unter anderem eine Sitzung wegen solchen Sachen, die generell auch Heime oder Missbrauch an Kinder stattfindet, dass man sich direkt daran wendet. Wir können eventuell auch hier von unserer Seite her dann auch Anfragen machen, wie weit ist das gediegen oder was ist gemacht worden. Aber wir werden zusehen, dass dieser Fall auch
international öffentlich gemacht werden. Sehr schön. Der Verein Opferoffensive ist unterrichtet über die parlamentarischen Tätigkeiten und hat sich auch schon angemeldet. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich. Wir werden uns auch heute Abend noch telefonisch unterhalten. Bestellen Sie der Mutter bitte viel Kraft und viel Glück für die weiteren Sachen, die eventuell noch zu einem guten Abschluss kommen. Vielen Dank, Herr Heinzelder. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Wir werden dem Fernsehzuschauer kurze Filmaufnahmen von dem jungen Viktor geben. Wir haben sie gestern Abend aus Österreich übermittelt bekommen. Und dazu lasse ich Ihnen jetzt den Film laufen. Ich will nach Hause. Ist nicht gut im WG? Nein. Sie wollen, dass Sie mit Papa treffen? Nein. Wissen Sie nicht? Nein. Sag, was du willst. Nein. Sagst du selber? Willst du Papa ziehen? Nein. Ist dich gut im WG? Nein. Was willst du? Sie nach Hause kommen. Ja, da sind wir wieder. Frau Herlitzius, Sie haben gerade jetzt aus Österreich gehört. Es ist ja nichts Neues. Wir haben es ja auch hier in Deutschland. Es gibt in anderen Ländern genauso. Was kann man daraus lernen? Also man muss dringend noch mal eine Debatte führen von Seiten der Jugendwohlfahrt, von Seiten der Jugendpflege. Wann greift überhaupt oder wo, an welcher Stelle brauche ich noch eine Heimerziehung? Es gibt ja durchaus das skandinavische Modell, wo man sagt, man kann versucht auf Heime völlig zu verzichten. Davon sind wir auch noch weit entfernt. Nach wie vor gibt es immer noch Stationen, wo Menschen, wo Kinder, wo Jugendliche, Behinderte in Heimen untergebracht werden. Und diese Debatte müssen wir führen. Ist es notwendig oder ist es nicht sinniger, andere Betreuungsmöglichkeiten zu haben, um einfach die Struktur zu verändern? Denn das, was wir hier erleben, ist ja nun, dass man quasi eine Sache versucht, durch ein Heim zu lösen, ohne wirklich konkret sich an die Situation heranzusetzen. Und hier wird dieser Fall Österreich ist natürlich jetzt sehr speziell. Aber wir haben natürlich auch in Deutschland Fälle, wo man durch eine relativ schnelle Einweisung in das Heim einfach die Auseinandersetzung mit den Elternteilen versucht zu umgehen. War Ihnen das bekannt, dass man an Kinder auch mit pharmazeutischen Mitteln arbeitet, damit sie ruhig gestellt werden oder wie es auch eben hieß, damit sie Erlebtes wieder vergessen? Nein, das ist mir nicht bekannt und ich bin auch entsetzt, dass man überhaupt noch diesen medizinischen Ansatz hat, weil das ist ja nun eigentlich der völlig falsche Weg. Klar, man muss bei einer Kindertherapie gerade nach dem Missbrauch sehr, sehr vorsichtig umgehen, nicht unter Umständen nicht direkten Gespräch, sondern man muss dem Kind, dem Jugendlichen auch eine gewisse Zeit lassen und dann ganz langsam ansetzen. Es gibt auch Fälle, habe ich mir jetzt sagen lassen, wo vielleicht keine Therapie ansetzen kann, wo so ein Selbstheilungsprozess stattfinden kann, wenn es wirklich für das Kind eine Situation war, wo es danach auch einen Neuanfang geben kann. Aber das muss wirklich pädagogisch betreut werden. Aber Pharmazeutika ist mir nicht klar, dass das nach wie vor noch in der Therapie gegeben wird, weil das ist eigentlich der falsche Ansatz. Ich decke was nieder. Pharmazeutika können höchstens zum Einsatz kommen, wenn es wirklich zu einem absolut schweren Missbrauch kommt, mit Suizidgefahr und wo man wirklich dem Menschen erstmal eine Ruhe wiedergeben muss. Aber das müssen Mediziner entscheiden und das kann nicht innerhalb eines Heimes geschehen. Ne? Haben Sie da Möglichkeiten, Ihre Kollegen in Österreich irgendwelche Unterstützung zu geben? Wenn also es moralische sind. Ja, also ich nehme jetzt mit aus der Sendung, ich werde mich mit dem Kollegen in Österreich in Verbindung setzen, einfach
einfach mit ihm ansprechen, weil ich denke, auch wir haben solche Fälle. Es geht hier nicht um irgendwie zu zeigen, wir sind besser oder so, sondern konkret einfach das Gespräch suchen. Vielleicht können wir gemeinsam nochmal eine Öffentlichkeit bekommen, denn ich glaube, das ist das Wichtige, dass hier Transparenz geschieht, dass Öffentlichkeit erzeugt wird. Und dann, glaube ich, müssen sich auch solche Positionen wieder verändern. Ne?